Das Supercord ist eine Erfindung und Entwicklung des Ostberliner Ingenieurs Ernst Schreiber. Es ist das wichtigste und bedeutendste elektronische Instrument der DDR. Das Modell, hinter dem ich hier stehe, wurde 1965 auf der Leipziger Messe präsentiert. Heute gehört es zum Besitz der Akademie der Künste Berlin. Ich selbst arbeite seit über 20 Jahren mit den verschiedenen Supercord-Modellen und bin immer noch fasziniert von der Klangwelt subharmonischer Mixturen. Eine sehr wichtige Komponente des Supercords ist die sogenannte Mel-Filterbank, die entscheidend zum unverwechselbaren Klangcharakter des Supercords beiträgt. Das Supercord verfügt auch über eingebaute Effekte. So kann zum Beispiel eine Rhythmisierung dazu geschaltet werden. Ein weiterer Effekt, den ich hier vorstellen möchte, ist die sogenannte Glissando-Regelung des Supercords.